Glasaufzug wird repariert. Die Bauarbeiten zur Reparatur des Glasaufzuges am Rathaus Neubau haben am Montag begonnen. Da die Aufzugsanlage stark verschlissen war, musste sie im letzten Jahr für den Besucherverkehr geschlossen werden. Der barrierefreie Zugang zum Rathaus ist jedoch weiterhin durch einen anderen Aufzug zwischen Alt- und Neubau gewährleistet. Die Gesamtkosten, einschließlich der Planungskosten, belaufen sich auf etwa 200.000 Euro. Voraussichtlich Ende März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass der Aufzug dann wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.